Ukrainische Kultur fördern, russische Propaganda bekämpfen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar durchzieht das alle Lebensbereiche in der Ukraine. Die sogenannte Entrussifizierung betrifft zuallererst die Sprache. Diese Kiewer Buchhandlung zum Beispiel verarbeitet das Papier russischsprachiger Bücher. In 2 Monaten wurden hier 25 Tonnen Bücher gesammelt für einen Wert von umgerechnet 2.700 Euro. Das Geld kommt der ukrainischen Armee zugute. Viele haben seit Kriegsbeginn ihre Einstellung geändert. Am Anfang gab es noch eine Loyalität zur russischen Sprache und Kultur. Nun will kaum einer sie noch hören oder sehen. Auch Julia Sidorenko will nichts mehr mit Russisch zu tun haben. Die 33-jährige Mutter trennt sich von russischen Märchenbüchern, die ihr mal geschenkt wurden. Sie ist überzeugt, dass ihre Kinder diese nie lesen werden. Seit der Krim-Annexion und dem Donbass-Krieg von 2014 werden in der Ukraine Denkmäler aus der Sowjetzeit abgerissen und Ortsnamen geändert. Seit Februar hat sich dieser Prozess beschleunigt. Zuletzt hatte die Kiewer Stadtverwaltung beschlossen, 142 Straßen, deren Namen auf Russland verweisen, umzubenennen. Dieser Aktivist nutzt seine Mittagspausen, um Schilder abzumontieren. Heute ist die Moskauer Straße dran. Die historische Gerechtigkeit ist endlich wiederhergestellt, denn sowohl Aktivisten als auch Historiker und lokale Experten sagen schon seit langem, dass es in Kiew keine Straße zu Ehren eines Aggressorlandes geben kann. Auch im Bildungswesen ist die Debatte seit Februar wieder aufgeflammt. Der Schriftstellerverband der Ukraine hat zum Beispiel vorgeschlagen, das Michail Bulgakow-Museum zu schließen. Der russische Schriftsteller hatte 13 Jahre in Kiew gelebt und wird von den Ukrainern beschuldigt, imperialistisch und ukrainophob zu sein. Die Museumsleiterin wünscht sich die Ausarbeitung eines neuen Konzepts, um den Dialog zu fördern. Die Farbe des Krieges ist schwarz-weiß, alles ist eindeutig. Und wenn man sagt, dass alles nicht so einfach ist, werden die Leute nervös. Aber in der Literatur sind die Nuancen tatsächlich sehr wichtig. In Bulgakows Roman »Die Weiße Garde« gibt es viele Nuancen, die die Menschen heute eben nicht sehen wollen. An Universitäten wurden die meisten Kurse in russischer Sprache gestrichen. Keine gute Idee, findet dieser Dozent an der Schewtschenko-Universität. Um in diesem Krieg erfolgreich zu sein, um ihn zu gewinnen, müssen wir den Feind sehr gut kennen, einschließlich seiner Sprache, Literatur und Kultur. Ich bin sicher, dass wir gewinnen werden, aber es wird mehr Blut fließen. Auf dem Lehrplan sollen stattdessen Kurse über den Informationskrieg eingeführt werden.